Hallo, 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 super. Ich hatte mir zwei Wege überlegt, wie ich die Präsentation starten will. Und als ich gerade da oben stand und den Moderator, wie heißt du eigentlich? Sorry, Konstantin hier oben gesehen habe, dachte ich, ich muss erst noch was ganz anderes sagen. Und zwar, ich finde es so geil, wie du hier moderierst. Also die ganze Show und gestern die Moderationsrunde. What the fuck? What the fuck? Ja. Du bist 24? Ja, mit 24 habe ich im Wald Hütten gebaut und wusste nicht, was eine Frau ist oder wie eine Frau unter Schneemantel aussieht. Also, darum bist du hier super. Okay, die anderen zwei Wege. Der erste andere Weg war, ich wollte hier meinen IKEA-Stuhl herbringen, meinen 15-Euro IKEA-Stuhl und den mal gescheit auf der Bühne zerhacken. Das Dumme ist nur, der Veranstalter hat gemeint, dass es vielleicht könnte Probleme geben mit dem Boden. Dann habe ich das verworfen, unter anderem auch deshalb, weil ich dachte, muss ich wieder zu IKEA fahren. Ich habe nur einen Stuhl und das ist auch scheiße. Und die zweite Sache war, wir machen das Spiel, was ich bei mir im Zeltlager in Semus immer gespielt habe und was ich als Zuschauer bzw. mitmachen müssender immer voll gehasst habe. Und das ist das Boom-Chaka-Laka-Spiel. Und da werden wir jetzt alle mal ordentlich aufwachen und bitte einmal aufstehen. Okay. Brauche ich noch nicht. Okay, bitte einmal, wir haben gestern so gut gelernt, die Power-Pose annehmen, schön die Arme nach oben. Wir greifen nach den Sternen. Genau. Schön ganz weit hoch strecken, rechte Schulter, linke Schulter. Ein bisschen hier. Genau, kann man auch einen Laut dazu machen. Kreuzweh. Scheiße, Rückenprobleme, ich soll mal wieder Sport machen. Okay, auf die Zehenspitzen, noch höher, noch höher, noch ein Stück höher. Jeder kann noch mal 2 Zentimeter höher. Hier 2 Zentimeter höher, noch höher, noch höher, noch höher. Tiefluft auch noch ein Stück. Zum Mond. Okay, alles klar. Und jetzt einmal nach vorne runter zu den Zehenspitzen. Einmal schön zu den Zehenspitzen. Wer nur bis zum Knien kommt, der könnte mal das Hot Yoga ausprobieren nächste Woche. Schön runter, dehnen, dehnen, dehnen. Wunderbar. Hochkommen. Sau gut. Also, das Boom-Chakalaka-Spiel geht folgendermaßen. Ich sag was oder schrei was. Regie, müssen wir vielleicht schauen, dass es nicht übersteuert. Ich schreibe was, ihr schreit es mir nach. Wer lauter ist, hat gewonnen. Okay. Boom! Boom, tschakka, boom! Boom, tschakka, laka, tschakka, boom! Oh, nana la vista! Boom! Boom, tschakka, boom! Boom, tschakalaka, tschakka, boom! Okay, ihr habt noch nicht gefrühstückt, das ist alles okay, wunderbar. Also, ja, wie hört sich das für mich hier oben an? Also ich fühle, ich bin ja 10-mal so laut wie ihr. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, aber ich denke, überlegt mal, da drüben ist der Italiener, ja? Die frühstücken da gerade alle gerade. Wir haben eine fette Mauer dazwischen, eine fette Straße mit vielen Autos und LKWs. Und wir wollen was von unserer Energie den Menschen da draußen weitergeben. Richtig. Wir sind Männer, wir haben Energie, wir haben Lebensfreude. Wir wollen den Menschen da drüben, den Langweilern, die gerade frühstücken und schwarzen Kaffee mit Zucker trinken, ein bisschen was von unserer Energie mitgeben. Darum mental stellt euch jetzt vor, wie ihr durch die Mauer hindurchschreit, die Bäume fällt, die LKWs wegblast und die Leute, ja, zack, ins Ohr rein blast. Okay? Boom! Boom, tschakka, boom! Boom, tschakalaka, tschakka, boom! Boom, tschakalaka, tschakalaka, boom! Oh, nana la vista! Boom! Boom, tschakka, boom! Boom, tschakalaka, tschakka, boom! Oh, nana la vista! Alles klar, dreht euch zu eurem linken Nachbarn, gebt ihm einen High Five und sagt ihm, du bist ein richtig geiler Typ. Dreht euch zu eurem rechten Nachbarn, gebt ihm einen High Five und sagt ihm, ihr seid ein richtig geiler Typ. Du bist ein richtig geiler Typ. Dreh dich zu deinem Nachbarn hinter dir, gib ihm einen High Five und sag ihm, du bist ein richtig geiler Typ.
Gib noch einer weiteren Person ein High Five und sag ihm, du bist ein richtig geiler Typ. Energy, motherfuckers. Okay. Jetzt ist der Spaß vorbei, ihr könnt euch wieder hinsetzen. Und die Präsentation geht los. Selbstbewusst so männlich, unser Titel, woher Selbstbewusstsein kommt, wie du es stärken kannst, beziehungsweise eine praktische Anleitung für ein maximal geiles Leben, habe ich das mal genannt. Und wovon ich euch erzählen will, ist im Prinzip meine Transformationsstory, wie man im Schwabenland sagt, von jemand, der sehr viele Selbstzweifel hatte, Angst hatte, auf neue Leute zuzugehen, Schwierigkeiten hatte, vor anderen seine Meinung zu sagen, habe sehr oft eben Ja zu Dingen gesagt, wo ich innerlich eigentlich Nein sagen wollte. Und ich will euch praktische Tipps mitgeben, die mir geholfen haben auf dem Weg, mich innerlich zu öffnen, freier zu werden und ja, einfach ein maximal geiles Leben zu leben. Alright. Wer bin ich? Wer kennt mich überhaupt? Mal kurz. Wow, okay, so viele. Cool, also ich habe diese Webseite hier, nur kurz, damit ihr ein bisschen wisst, wo ich herkomme. Selbstbewusstsein stärken. Größte Seite zum Thema Selbstbewusstsein im deutschsprachigen Raum. Habe ich gegründet, natürlich aus welchem Grund? Wollt ihr selber selbstbewusster werden? Wollt ihr selber wissen, wie geht es? Wie kann man innerlich sich besser fühlen mit sich selber? Wie kann man seine eigene Meinung sagen, ohne dass man ständig darüber nachdenkt, was die anderen über einen denken? Und darum habe ich die Seite gestartet, eigentlich für mich als Projekt, weil ich selbstbewusster werden wollte. Hier bin ich gestartet, das ist mein 6-Quadratmeter Zimmer in Kopenhagen. Das ist meine Yogamatte, auf der habe ich 1,5 Jahre gepennt. Der Stuhl, der Schreibtisch habe ich im Gemeinschaftszimmer geklaut damals, weil ich hatte einfach nichts, ich hatte kein Geld. Ich hatte nicht viele Freunde, ich hatte ständig das Gefühl, da waren so Ketten um meine Brust rum, ich kam nicht aus mir raus, alles war einfach so beklemmend, ich wusste nicht, wer ich war, mein Selbstbewusstsein war schlecht, ich hatte natürlich auch keine Mädels, also ich habe in den 1,5 Jahren ein Mädel hier reingekriegt und das ging 35 Sekunden, war die wieder weg. Also es ist auch eine Yogamatte, das ist so ein 1 cm Schaumstoffding, das schläft sich einfach auch nicht gut da drauf, muss man sagen. Und das war auch nur deshalb, war die Frau da drin, weil ein anderer Kumpel, der ziemlich gut ist mit Frauen, hatte auch irgendwie aus irgendeinem Grund 2 mit dabei und hat dann eine hier abgestellt. Und dann war die wieder weg und irgendwann dachte ich, das ist eigentlich ziemlich scheiße so. Das musste man irgendwie, musste es mal regeln. Und dann habe ich mir das Ziel hier gesetzt, die totale Freiheit wollte ich haben. Ich will die innere und äußere Freiheit besitzen, zu jedem Zeitpunkt das tun und lassen zu können, wozu ich Lust habe. Das ist ein ganz tiefer innerer Wunsch. Also es gab nichts, was irgendwie für mich mehr Sinn gemacht hätte, damals wie heute, als das, was ich damals niedergeschrieben habe. Die äußere Freiheit natürlich auch ein bisschen Geld zu haben, vielleicht eine ein bisschen größeren Wohnung als 6 Quadratmeter zu leben. Und vor allem das Allerwichtigste war trotzdem hier die innere Freiheit. Einfach mich leben zu können, wie ich bin, authentisch sein zu können, mir nichts vorspielen mehr zu müssen vor anderen Leuten, einfach das sagen zu können, was ich denke. Kurz zu heute, ohne irgendwie angeben zu wollen, das ist meine Wohnung, Dachgeschoss in Kreuzberg, mega geil, schönste Wohnung, in der ich jemals gelebt habe, schönste Wohnung, die ich überhaupt jemals gesehen habe, zumindest für mich. Das ist meine sehr, 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 sehr geile Ex-Freundin, mit der ich geile Urlaube gemacht habe. Das ist meine, noch nicht ganz, vielleicht mal schauen, nach dem letzten Sex sehr fraglich, neue vielleicht Tinder-Freundin. Das sind meine anderen Freundinnen. Das sind meine Bros. Damals nie, hätte ich mir das nie vorstellen können, dass ich mal Bro-Abende bei mir daheim habe mit coolen Jungs, die mich so akzeptieren, wie ich bin und auch, dass ich einfach in der Lage bin, ja, so offen auf neue Leute zuzugehen und auch so einen Freundeskreis überhaupt zu haben. Damals, ich war ja eher schüchtern, introvertiert, habe auch das gar nicht zugelassen, soziale Verbindung. Meine geile Vespa natürlich, mit der cruise ich durch Berlin und ja, Selbstbewusstsein. Ich selber verstehe unter dem Wort oder darunter 2 Sachen. Einmal, dass du dir selber bewusst bist, Selbstbewusstsein, dass du deine Stärken kennst, deine Schwächen kennst, dass du deine unterbewussten Muster vor allem kennst, deine Konditionierung, deine Ängste, weil dieses Bewusstsein darüber, was hier drin vorgeht, welche Muster du hast, die dich formen, dieses Bewusstsein ist ganz wichtig, um letztendlich eine Transformation herbeizuführen. Und das Zweite, was man so sagt, wenn man sagt, der ist selbstbewusst, der trägt selbstbewusst vor, dann denkt man damit Selbstsicherheit, Selbstvertrauen und das ist natürlich auch ein großer Part von Selbstbewusstsein. Also diese 2 Sachen.
Kurz, falls jemand glaubt, Selbstbewusstsein ist angeboren oder vererbt oder in Stein gemeißelt, das ist nicht meine Erfahrung. Meiner Ansicht nach wird es antrainiert oder kann antrainiert werden, dadurch, dass du viel in Aktion kommst und deine Ängste proaktiv angehst. Ja, Prägungsjahre, also die ersten 2 Jahre ganz besonders oder deine Kindheit natürlich auch in der Schule, die prägen dich ganz stark, je nachdem, wie vorteilhaft da die Erziehung war oder dein Umfeld, hast du vielleicht ein stärkeres Selbstbewusstsein mitbekommen in den Anfangsjahren. Also es hat auf jeden Fall, du hast schon gewisse Vorbedingungen. Aber die gute Nachricht, wir sind alle groß, sind alle erwachsen. Jetzt liegt es an uns. Ja? Jeder kann aus sich, meiner Ansicht nach, den Traummann machen, das Traumleben haben, das er haben will, wenn er bewusst an die Sache hingeht und in Aktion kommt. Aktion ist ein super fetter Faktor bei mir gewesen im Leben und ich denke, nur durch Aktion verändert sich am Ende auch was. Kurz zu dem ersten Part. Meiner Ansicht nach, also ist alles nicht wissenschaftlich bewiesen oder so, das ist einfach nur meine eigene Erfahrung mit mir selber, 95% von deinen Handlungen, wie du dich verhältst gegenüber Frauen, gegenüber dir selber, das, was hier oben abläuft, wie du mit dir selber sprichst, das sind alles konditionierte Muster aus der Vergangenheit. Also ganz selten mal macht man sich einen bewussten Gedanke oder macht eine bewusste, wirklich andere Handlung, wie es hier oben drin schon abgespeichert ist. Und diese Handlungen kommen natürlich aus Referenzerfahrungen aus der Vergangenheit. Wenn du oft auf die Schnauze gefallen bist in einer gewissen Hinsicht, dann sagt dein Hirn ständig, oh, davor muss ich Angst haben, weil da haut es mich wieder auf die Schnauze. Ja? Also es bezieht sich auf die Vergangenheit und projiziert daraus die Zukunft. Darum ist es so wichtig, festzustellen, was geht eigentlich in mir drin ab? Welche Ängste sind es? Welche Stimmen höre ich denn hier, um später diese Stimmen verändern zu können, diese Glaubensmuster verändern zu können? Genau, wenn du jetzt was verändern willst, meiner Ansicht nach, dann brauchst du eben dieses Bewusstsein über dich selber, was für Muster da in dir drin wirken, welche Ängste dich auch zurückhalten. Ein paar Übungen dazu, weil es soll wirklich praktisch sein, die ihr sofort mit nach Hause nehmen könnt und die euch dabei helfen können, dieses Bewusstsein über euch selber zu stärken. Punkt 1, was mir unglaublich viel geholfen hat, ist Tagebuch zu schreiben. Abends hinzusetzen, was habe ich heute gefühlt, wie habe ich heute gedacht, was ist mir passiert, wie fühle ich mich jetzt gerade. Auch immer wieder im Alltag, ich hatte damals so ein Gummiband rum um mein Handgelenk und immer wieder, wenn ich diesem Gummiarmband bewusst wurde, bin ich so innerlich einen Schritt zurück, habe die Augen zugemacht und habe in mich reingehört. Was passiert gerade? Welche Gedanken laufen da ab? Welche Angst ist gerade da oder welches Gefühl ist gerade da? Und dadurch, durch diesen Schreibprozess, konnte ich an sehr vielen Punkten anpacken und die dann später bewusst verändern. Ein kleines Beispiel dazu war, ich hatte meine Periode in meinem Leben, ich war jetzt nicht beim Doktor, der mich irgendwie als depressiv eingestuft hätte, aber es war sehr depressiv und eine sehr scheiß Zeit für mich. Und das ging mehrere Monate so und ich wusste nicht warum, ich wusste nur, ich bin aufgestanden, immer war irgendwie der Tag scheiße. Und dann habe ich mich mal bewusst hingehockt und oben drauf geschrieben aufs Blatt, warum fühle ich mich eigentlich so scheiße? Dann habe ich geschrieben, eine halbe Stunde am Stück, 4 DIN-A4-Blätter voll und irgendwo stand dann, du hast kein klares Ziel, du weißt nicht, wer du bist, du weißt nicht, wo du hin willst. Zack, da hatte ich es. Da konnte ich dann irgendwie was mit anfangen und konnte sagen, okay, ich brauche Ziele, ich brauche eine neue Richtung. Und davor, 5 Monate, war der Tag halt nur scheiße, einfach weil mir dieses Bewusstsein gefehlt hat. Was auch sehr geil ist, mit Leuten sprechen, Zwiegespräche machen. Habe ich mit meiner Freundin letztes Jahr gemacht und meiner Ex-Freundin, werde ich auch noch ein bisschen was drüber erzählen, wo man sich einfach öffnet und über sich seine Gefühle redet. Ja, wir Männer sind eh so, ja, wir sind eh die Starken, wir haben keine schlechten Zeiten und keine schlechten Gefühle. Leute, öffnet, umso mehr ihr euch öffnen könnt und umso mehr ihr eure Schwächen und Gefühle anderen Leuten preisgeben könnt, umso freier werdet ihr innerlich. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und natürlich Meditation, Inhalte im Alltag ist etwas, was mir extrem geholfen hat, auch runterzukommen, diese 95% Computer da oben ein bisschen runterzufahren und wieder zu schauen, was geht da ab. Dieses andere Selbstvertrauen, dieses, oh, der steht selbstsicher vor anderen, der hat irgendwie keine Angst, wenn er da vorne spricht, ist dieses Vertrauen in dich selber. Und woher kommt Vertrauen in dich selber? Was würdet ihr sagen? Erfahrung, ja? In Aktion treten, ja, was sagst du? Richtig. Also ich habe nichts anderes jemals in meinem Leben kennengelernt, was aktiver und schneller und effektiver dein Selbstvertrauen fördert wie Aktion. Ich kenne einfach nichts anderes. Also Mentaltraining, NLP, das ist alles super cool, das sind tolle Tools,
Im Endeffekt musst du hier oben stehen, wenn du Angst hast, vor anderen zu sprechen. Du musst hier oben stehen. Du musst es halt 20 Mal machen und dann verschwindet die Angst. Dann vertraust du dir selber, weil du es gemacht hast. Und dadurch entsteht echtes Selbstvertrauen. Veränderung. Wie findet echte Veränderung statt? Also ich wollte damals, ich habe mir damals viel RSD angeschaut, Real Social Dynamics. Die Leute, die hatten so für mich den Eindruck, als würden sie, wären sie frei innerlich und hätten viel Selbstbewusstsein. Und die hatten so eine Veränderung gemacht, die ich auch machen wollte. Echte Veränderung, nicht nur im Kopf hier irgendwas reden, sondern die standen wirklich da und ich dachte, wow, krass, for real, ja, die Leute, die haben sich echt verändert von da, wo sie früher standen. Meine Ansicht, und das mag vielleicht der eine oder andere nicht hören, weil es halt hart ist, aber du kommst nicht drum rum. Kontinuierliche Arbeit an dir selber, immer wieder Ängste konfrontieren, immer wieder dich selber dehypnotisieren von den Mustern, die hier oben drin ablaufen. Veränderung braucht Zeit. Also ich wollte am Anfang, ich habe dieses Persönlichkeitsentwicklungsbuch gelesen, ich habe diese Videos gesehen von den Leuten, ich wollte von A nach Z springen, sofort Selbstbewusstsein, jetzt, ich bin der Macker, ich bin der Chef. Das Problem ist, es funktioniert nicht. Und was dann noch dazu kommt ist, du machst dich selber runter, innerlich, weil du es nicht schnell schaffst. Also ich habe mich selber schnell runtergezogen oder oftmals runtergezogen, weil ich das Gefühl hatte, ich komme nicht so schnell ans Ziel, wie es vielleicht andere geschafft haben. Also ganz wichtig, gib dir Zeit für deinen Prozess und der Prozess braucht Zeit. Und der Weg ist das Ziel. Also hier im Persönlichkeitsentwicklungsweg gilt es mehr wie irgendwo anders. Du musst den Weg an sich mögen. Du musst die persönliche Entwicklung, muss dir so wichtig sein wie nichts anderes. Sonst wirst du den Weg früher oder später abbrechen, weil du natürlich gegen das ankämpfst, was das größte Tier oder die größte Blockade überhaupt nur im Leben der Menschen ist, nämlich gegen die Angst. Du musst viel durch die Angst hindurchgehen. Und wenn dir der Weg dann keinen Spaß macht, dann wird es schwierig. Und mein allerbester Tipp, den ich überhaupt nur geben kann, wenn ihr euch verändern wollt, wenn ihr wirkliche Transformation haben wollt in eurem Leben, das ist mein allerbester Tipp, den ich überhaupt nur geben kann, ist, macht es zu eurem Projekt. Selbstbewusstsein stärken. Ich habe das zu meinem Projekt gemacht. Ich wollte selbstbewusster werden. Also habe ich mich hingehockt, mich jeden Tag mit dem Thema beschäftigt, angefangen anderen Leuten das, was mir geholfen hat, weiterzugeben. Und so habe ich mich jeden Tag mit der Materie beschäftigt und so kam Veränderung. Männlichkeit stärken, ja. Ich nehme an, die Jungs haben das auch nicht einfach zum Spaß gemacht, sondern einfach auch, weil sie wachsen wollten, männlicher werden wollten. Also wenn es dir wirklich am Herzen liegt, mach es zu deinem Projekt, mach deine eigene Männergruppe auf, mach deine eigene Webseite zu dem Thema, mach Veranstaltungen, rede mit Leuten viel darüber, hilf anderen Leuten, biete Coachings an, ja, mach das wirklich zu deinem Leben. Also die Leute, die die größte Transformation hinter sich haben, sind meiner Ansicht nach die Leute, die es zu ihrem Projekt gemacht haben, die wirklich nichts anderes mehr gemacht haben in ihrem Leben. Ich hatte oft den Punkt, wo ich so runter und oh, soll ich das noch überhaupt? Ja, ich habe gar keinen Bock und das ist so schwer und so. Aber immer wieder kam ich an den Punkt, wo in mir so war, nein, du musst weitermachen, du musst da weitergehen, du willst innerlich frei sein. Und wenn das da ist, selbst nach dem härtesten Niederschlag, dann weißt du, das ist auch dein Weg. Aber das ist auch eine längere Zeit, wo du halt rausfinden musst, ist es mein Weg. 3 Schritte zur Veränderung. Punkt 1, du musst dir erstmal bewusst werden, was in dir drin vorgeht und bewusst werden, was du verändern willst, sonst läuft da gar nichts. Selbstbewusstsein. Punkt 2, du musst den Status oder da, wo du im Moment dich befindest, den musst du akzeptieren. Ich hatte lange die Phase, wo ich hatte mit Selbstbewusstsein stärken gestartet. Ich habe viele E-Mails von Leuten gekriegt, ja, hier, du bist so cool, Selbstbewusstsein, gib mir mal hier noch einen Tipp und da noch einen Tipp. Und dann hatte ich immer drin so ein Selbstbild von mir, dass ich perfekt bin. Ich weiß alles, ich bin der selbstbewusste Moritz, ich mache keine Fehler und so weiter und so fort. Und dann kam der Punkt, wo ich offener auf neue Frauen zugehen wollte und mir das aber sau schwer gefallen ist. Ja, ich hatte super viel Angst davor, vor Zurückweisung. Und ich konnte mich selber aber nicht akzeptieren in dem Zustand. Ich habe mir gesagt, nein, das kann nicht sein, ich bin so stark, ich bin so toll. Ich kann das auf Frauen zugehen, aber ich konnte es nicht wirklich. Und ich habe den Zustand, wo ich war, nicht akzeptiert und bin dann aber auch nicht in Aktion gekommen. Also diese Akzeptanz des derzeitigen Zustandes, wo du jetzt gerade stehst, ist ganz essentiell wichtig, damit du später in Aktion kommen kannst. Und dann ist es Aktion, Leute, Aktion, Aktion, Aktion. Ihr müsst rausgehen und das anpacken, wofür ihr Angst habt, beziehungsweise was ihr verändern wollt. Ganz kurze Folie dazu, weil ich viele Leute da sehe, die eben sehr viel lesen und wenig machen. Sehr viel auf Konferenzen sind, sich vielleicht auch coachen lassen. Coachen ist schon wieder mehr in Aktion, aber die sehr viel konsumieren, wenig machen. Am Anfang ist das okay, egal in welchem Bereich. Ist es sehr gut, wenn du viel
dich viel mit der Materie befasst, dann aber später musst du versuchen, diese Waage immer weiter in Aktion zu bringen. Also immer weniger zu lesen, immer weniger zu konsumieren, immer mehr zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Viele Leute bleiben in diesem Konsumieren stecken und fragen sich, warum sie nach dem 10. Jahr immer noch Angst haben, irgendwie auf Frauen zuzugehen oder auf einer Bühne zu sprechen. Warum? Du hast nur gelesen, du hast es nur hier im Kopf, dein Wissen, aber du hast es nie gemacht. Also viel besser mit viel Aktion starten und weniger lesen, als zu viel lesen und zu wenig in Aktion sein. Noch eine unangenehme Wahrheit: Wenn du ein komplett neues Leben haben willst, dann musst du es auch komplett umkrempeln. Ja, also da, es führt halt kein Weg drum herum, dass wenn du ein komplett neues Selbst im Prinzip haben willst, was so mit das Schwierigste ist, was man überhaupt nur sich schaffen kann, dann musst du auch dein Leben komplett umkrempeln. Ich habe einen Kumpel, der ist ist ziemlich depressiv. Arbeitet halt einen Job, verdient da viel Geld, kann den Job aber nicht gehen lassen, ist in einer Stadt, die ihm nicht so viel Spaß macht. Und ich sage immer, hey cool, ja, du erzählst mir davon, wie du jetzt deine Depressionen im Griff kriegen willst, aber du bist halt nicht bereit, endlich mal deinen scheiß Job aufzuhören, endlich mal dir einen gescheiten Freundeskreis zu suchen, endlich mal regelmäßig Sport zu machen. Ja, der macht immer so alle 2 Wochen mal ein bisschen was, hockt er sich hin, meditiert 20 Minuten, aber what the fuck, Depression ist nicht irgendein Spaß, ja, da musst du radikal dein Leben umstellen, je nachdem, wie hart es natürlich ist. Wenn du schlecht bist im Umgang mit Frauen, da musst du radikal dein Leben umstellen. Da kannst du nicht 2 DVDs anschauen, einmal auf die Mannsein-Konferenz gehen, danach bist du King. Das geht einfach nicht, Jungs. Das müsst ihr euch hier reinkriegen, ja. Und dann ist halt die Frage, was ist euch wichtig? Daran zeigt sich dann, was ist euch wirklich wichtig. Ist euch die Transformation wichtig genug? Dann geht ihr den Weg, krempelt es um, wenn nicht, dann nicht. Und ist auch okay, nicht jeder muss sein Leben komplett umkrempeln, aber der es will, der muss es. Okay, was hält uns zurück, vorwärts zu kommen im Leben, egal in welchem Bereich? Angst. Angst davor, dumm dazustehen, uns zu blamieren, ja, dass irgendwas passiert, was wir nicht handeln können. Und bei mir ist es war so ungefähr so, die Angstkurve. Also ich habe viel gelesen am Anfang, viel gelesen, war so ein bisschen in Aktion, hatte natürlich gleich mal gehörige Angst vor allem Möglichen. Und umso mehr ich in Aktion kam, umso mehr stieg auch die Angst an. Also ich habe da so ein Bootcamp gemacht, erzähle ich euch nachher gleich noch mehr drüber. Habe Frauen angesprochen, boah, die Angst ging so hoch und jetzt die Frauen, es wurde immer schwieriger. Bis zu einem gewissen Punkt X, den ich aber nicht bewusst beeinflussen konnte, der kam unterbewusst, der war irgend so ein unterbewusster Klick hat da stattgefunden, wo die Angst radikal abgefallen ist. Die ist immer noch da, auch hier, wenn ich jetzt auf der Bühne stehe, habe ich auch noch Angst, aber sie ist lang nicht mehr so wie damals, wo ich gestottert habe und kein Wort rausgekriegt habe. Und dieser Punkt X, der kommt unterbewusst. Der kommt irgendwann, wenn du gar nicht dran denkst. Du spürst dann einfach irgendwann, boah krass, irgendwie ist die Angst, wie sie vorher da war, ist gar nicht mehr so krass da. Okay, Angst reduziert sich durch gezielte Aktionen. Ein paar Beispiele von mir, ich war ein halbes Jahr auf einer Theaterschule, musste da jeden Freitag auftreten vor anderen Leuten, musste da am Staubkorn ersticken, ja, oder so tun, als ob. Und habe mich da täglich blamiert. Und das hat mich dehypnotisiert, dekonditioniert von diesen ganzen dummen Ängsten, die wir so oft in unserem Kopf drin haben. Ich habe verschiedene Comfort-Challenges gemacht, zeige ich euch nachher auch noch ein paar. Ich habe ein 30-Tages-Bootcamp gemacht, das jetzt speziell in Bezug auf Frauen ansprechen. Erster Tag läuft so ab, du gehst raus, sprichst 30 Omas, Opas, Kinder an, hey, was ist die Uhrzeit, wie viel Uhr haben wir? Zweiter Tag, du sprichst nur Frauen an, sagst, hey, Entschuldigung, kannst du mir sagen, wie viel Uhr wir haben? Dritter Tag, du sprichst Frauen an, die mit ihrem Macker unterwegs sind und sprichst immer die Frau an, hey, Entschuldigung, wie viel Uhr haben wir? Das Witzige dabei ist, meistens gibt dir der Mann die Antwort danach. Tag 4 ist, du hast selber eine Uhr dran und fragst nach der Uhrzeit. Wie viel Uhr haben wir? Ja? Und das, du dekonditionierst dich einfach von diesem, oh, ich habe eine Uhr, ich kann da nicht fragen, ich habe ja selber die Uhrzeit. Ja? Und du kriegst ein paar dumme Sprüche, kein Problem, aber du dehypnotisierst dich von diesem ganzen Bullshit, der da oben drin ist. Letzter Tag ist übrigens direkt nach 6 Fragen auf der Straße. Ich habe 30 gefragt, ich habe 30 Neins gekriegt. Eine hatte gemeint, wenn sie jetzt nicht gleich fliegen würde, wird sie vorbeikommen. Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob es ehrlich gemeint war. Ich glaube eher nicht. Hier lege ich in Kopenhagen auf der Einkaufsstraße, habe mich da einfach mitten hingelegt, 3 Minuten, sehr geile Comfort-Challenge. Die Leute laufen dann halt über dich drüber und ja, passiert aber nichts. Hier habe ich mir mein Äußerliches verändert, die Glatze gemacht, weil ich so Angst hatte, oh, meine tollen Haare sehen so schön aus. Was passiert, wenn ich die Leute nicht mehr mögen, wenn ich anders aussehe? Hier war ich ein bisschen Tunte unterwegs, habe mir die Fingernägel lackiert, hier ein bisschen Frau gemacht. Hier war ich nackt auf der Theaterbühne, auf so einer Tanzveranstaltung.
Hier habe ich mit dem Kollege Kögel auf einer Pornoveranstaltung nackt. Und ja. Aber graduell, ne? Nicht von heute auf morgen. Das hier ist so ziemlich Peak Performance. Letztes Jahr war das erst. Hätte ich mir davor nie getraut. Erst durch, dass ich so viele dehypnotisierende Steps gemacht habe, erst dadurch bin ich überhaupt hier hingekommen. Erst dadurch bin ich da hingekommen an den Punkt, wo ich mich selber so akzeptieren kann, wie ich bin und keine Angst mehr davon habe, was andere von mir denken. Aber es war ein langer Prozess, ein langer Weg. Ich musste mein Leben komplett umkrempeln, um da hinzukommen. Aber das war mein Ziel, innere Freiheit. Das hier ist für mich viel mehr wert als ein Ferrari, als 2 Millionen Euro auf dem Konto. Scheißegal, wenn ich das hier wollte ich immer haben. Das hier, genau das hier. Sein zu können, wer ich bin, authentisch mich selber leben zu können. Freedom, inner freedom. Und das beste Spruch, den ich euch mitgeben kann, blamiert euch täglich, in kleinen Schritten, jeden Tag. Labert los, ohne vorher nachzudenken. Redet einfach, ja, macht irgendeinen Quatsch, erstickt am Staubkorn. Tanzt auf der Straße, irgendwas, macht kleine Dinge, um euch zu dehypnotisieren, um diesen Quatsch da oben im Hirn rauszukriegen. Und in alter, guter alter Mannsein-Tradition, Mannsein-Konferenz-Tradition, will ich jetzt 3 Leute einladen, nicht sich zu blamieren, aber ihre Ängste zu überwinden. Und ich werde jetzt hier gleich was vorschlagen. Und die Leute, die sich angesprochen fühlen, die denken bitte nicht lang nach, sondern heben sofort die Hand. Und dann machen wir es zusammen. Also wer hat Lust, vor 200 Männern, einer Frau, laufenden Kameras, hier oben auf die Bühne zu kommen und sich nackt auszuziehen? Okay, hier, da hinten und Mister, du. Komm. Großen Applaus für die Jungs. Super, super. Alles klar. Hey. Okay. Hey, servus. Gut, ich fange an. Ich ziehe mich aus. Ihr gebt mir einen kurzen Moment Zeit, um die Aura zu genießen, die Energie zu genießen. Danach ziehst du dich aus, du dich aus. Und ihr könnt die Schuhe schon mal ausziehen, weil wir haben nicht so viel Zeit. Ich habe noch andere Folien. Sehr gut. Muss sich auch keiner fürchten, ich habe eh den kleinsten Penis von der ganzen Runde hier. Alles gut? Alles klar. Sehr geil, Mann, sehr geil. Aber super, super geil. Super geil, alles klar. Großen Applaus an die Jungs. Alles klar, vielen Dank. Ich glaube, als nächstes kommt ein Witz. Ja. Weil ich habe immer so Angst davor, Witze zu erzählen, weil ich immer selber die meisten nicht so lustig finde. Und ich weiß auch nicht, ich finde es einfach immer komisch, einen Witz zu erzählen. Oder ich erzähle nie Witze. Aber jetzt dachte ich, ich erzähle einen. Habe ich heute Morgen einen Playboy gefunden. Treffen sich 2 Schneemänner. Sagt der eine Schneemann zum anderen, hey du schuldest mir nur 10 Euro. Sagt der andere Schneemann, oh ja, stimmt. Erinnere mich bitte im Frühjahr nochmal dran, dann bin ich wieder flüssig. Ist ja gut? Ich weiß nicht. Noch einen zweiten, weil man kann sich auch 2-mal blamieren am Tag. Sagt der Ehemann zur Ehefrau, du Schatz, sag mal, wie viel wiegst du eigentlich? Sagt die Frau ganz empört, das sag ich dir nicht, bist verrückt. Sagt der Mann, ach komm, bloß die ersten 2 Ziffern. Okay. Alles klar. 2 Wege, um in Aktion zu kommen.
trockener Teil wieder, gewinn Motivation hinzu, wenn dein Ziel so fett, so klar, so magisch anziehend wird, dass du unbedingt dahin musst. Ist eine gute Motivation, cool, aber funktioniert für die wenigsten. Das, was bei mir am allermeisten geholfen hat, ist die Schmerzmotivation weg von. Die ist 10-mal stärker. Also ich wollte weg von diesem beklemmenden Gefühl, nicht aus mir rauszukommen, so ein enges Leben zu haben. Ich wollte frei sein, ich wollte rausgehen, ich wollte atmen können, ja, ich wollte leben, mehr leben. Das hatten wir gestern schon davon. Und die Motivation hat mich am meisten getrieben. Und mein größter Tipp, den ich euch mitgeben kann, wenn ihr schon über längere Zeit vielleicht an einem Punkt steht, wo ihr nicht weiterkommt, geht maximal in euren Schmerz rein. Ja, ist total kontraintuitiv. Eigentlich will man ja vom Schmerz wegrennen. Geh voll in den Schmerz rein, sei noch lethargischer, noch langsamer, noch beschissener drauf, friss noch mehr Pizza, mach noch weniger Sport, schlaf noch länger, fühl dich noch blöder, wie du eh schon bist. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du einfach keinen Bock mehr auf das Scheißleben hast und dann veränderst du dich. Dadurch ist viel Transformation bei mir entstanden. Ein paar Tipps gegen die Angst. Geh über den Körper. Ja, der Körper ist das schnellste Instrument, das ich kenne, um dich schnell zu entspannen, um Verkrampfungen aus dem Körper abfließen zu lassen. Weil hier kommt Angst und Entspannung, das sind zwei Zustände, die passen nicht so richtig zusammen. Du kannst nicht wirklich Angst verspüren, wenn du im Körper total entspannt bist. Das heißt, wenn du dich immer wieder darin übst, deinen Körper zu entspannen tagsüber, dann hast du es viel einfacher, wenn du in Situationen kommst, die dir Angst bereiten. Das ist der größte Tipp, den ich überhaupt nur mitgeben kann, was Angst angeht. Geh stark über den Körper und trainiere dich bewusst darin jeden Tag. Wollte ich eine kleine Übung machen. Wie viel Zeit habe ich noch? Nicht, dass ich hier nachher mich verrenne. Ah, okay, da können wir es machen. Bitte einmal kurz aufstehen. Und das ist eine total simple Übung, ja. Die könnt ihr immer machen im Alltag. Die habe ich damals oder mache ich heute auch noch immer wieder gemacht. Und das ist einfach, du stehst leicht gebeugt, ganz locker, schulterbreit auseinander die Füße, lässt die Schultern gedacht in die hinteren Hosentaschen fallen so ein bisschen, denkst dir ein drittes Auge auf die Brust, was nach oben schauen will, ja. Das will hier schön nach oben gucken können. Lässt die Schultern schön fallen. Blick geht nicht nach oben, nicht nach unten, sondern einfach nur schön geradeaus. Nacken ist entspannt. Und dann atmest du ein paar Mal tief hier in deinen unteren Bauchteil ein. Durch die Nase ein, durch den Mund aus. Machen wir 3-mal. Super, super. Und diese Übung, die könnt ihr immer wieder im Alltag machen, besonders wenn ihr viel am PC sitzt, viel auf Facebook rumscrollt, am Handy auch, dann immer schön wieder aufrichten, Blick nach vorne und den Körper fallen lassen. Weil dieses Gefühl speichert ihr irgendwann ab, wenn ihr es oft genug macht. Irgendwann habt ihr hier drin so einen kleinen Knopf, an den ihr euch schnell erinnern könnt, den ihr schnell drücken könnt und egal was dann passiert, zack, kommt ihr in diesen Zustand wieder rein. Also bitte das üben jeden Tag. Okay, ihr dürft euch wieder hinsetzen. Um Angstsituationen, also körperliche Entspannung ist super geil. Was natürlich auch cool ist und was ich sehr viel gemacht habe, ist mentale Vorbereitung. Besonders beim Thema Frauen ansprechen oder auch auf einer Bühne sprechen. Ich gehe das mental durch. Ich setze mich daheim aufs Sofa und überlege mir, wie sieht die Situation aus nachher, wenn ich die Frau anspreche in der Bar oder auf der Straße. Ich stelle mir das wirklich vor, da ist der Baum, da ist der Supermarkt, hier ist die Frau, rotes Kleid, Schuhe, die steht da gerade alleine rum und dann sehe ich mich, wie ich da bin und wie ich zu der Frau rübergehe. Ich sehe, wie ich hinlaufe, ich sehe, wie ich atme, ich fühle mich entspannt und dann sehe ich mich auch, wie ich die Frau anspreche, wie ich dastehe, was für eine Energie ich habe. Also diese mentale Vorbereitung, dieses mentale Bild hat mir so unglaublich viel geholfen, meine Ängste erstmal anzupacken. Denn ich sage euch eins, wenn ihr es hier oben nicht sehen könnt, wenn ihr nicht sehen könnt, wie eine Ich nehme jetzt mal das Beispiel mit der Frau, oder wie ihr im Vorstellungsgespräch seid oder wie ihr einfach so eine Person ansprecht, wenn ihr es hier oben nicht sehen könnt, wie ihr das macht, dann wird es im realen Leben fast unmöglich. Also ihr kennt das selber, wie willst du, sag ich mal, einen Stuhl zusammenbauen oder einen Tisch tischlern, wenn du hier oben keinen Plan hast, wie du es machen willst? Wo fängst du an? Wie willst du es machen? Das Gleiche ist in Angstsituationen. Wie willst du,
sag ich mal, mit einem Selbstvertrauen in die Angstsituation reingehen, wenn du es hier oben gar nicht sehen kannst, wie du es machen willst. Wahrscheinlich wirst du es dann eh nicht machen, weil du es hier oben nicht sehen kannst. Also diese mentale Vorbereitung von deinem Wunschergebnis ist ganz essentiell. Noch ein paar Tipps, die mir extrem geholfen haben auf meinem Weg, sind Buddies, um in Aktion zu kommen. Zum Beispiel dieses 30-Tage-Bootcamp, wo wir die Frauen angesprochen haben. Das habe ich nicht alleine gemacht. Hätte ich auch nie alleine geschafft. Ich hatte einen Kumpel dabei, der mich jeden Tag im Prinzip aus dem Zimmer rausgezogen hat, weil der fand das so geil und hatte auch nicht so viel Angst wie ich. Ohne den wäre ich am Tag 2 nie mehr raus, beziehungsweise hätte es erst gar nicht gemacht. Also holt euch einen Buddy, einen Accountability-Partner, der euch in eurem Weg bestärkt, der vielleicht auch auf demselben Weg ist wie ihr und mit dem ihr den Prozess durchlaufen könnt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess für mich gewesen. Andere nennen das auch Mentoren, das ist auch ein gutes Wort. Aber wenn jemand anders auch auf dieser Reise noch ist, dann könnt ihr euch eben zusammen ein bisschen pushen auf dem Weg. Noch sehr gut ist, verpflichte dich gegenüber anderen Leuten, es dann wirklich auch zu machen. Gib dem 100 Euro oder was auch immer für dich schwierig ist oder viel Geld ist und dann zieh es auch durch. Ja, die meisten Leute im Leben, die reden immer nur, ah, das will ich machen und nächstes Jahr mache ich das und dann habe ich das Projekt und dann ziehe ich das durch. Am Ende ist wieder nichts passiert, weil sie haben sich meistens nicht verpflichtet zu irgendwas, das sie wirklich machen müssen und es war kein Schmerz dahinter, dass sie es nicht gemacht haben. Also dieses verpflichte dich ist auch gut und was wir vorher gemacht haben, als ich gesagt habe, streck sofort, wenn du das Gefühl hast, du willst es machen, verpflichte dich schnell, sag sofort ja, ohne groß nachzudenken und dann mach's einfach. Kleines Beispiel aus meinem Leben. Eine Freundin von mir hat mich damals gefragt, ob ich im Theater mitspielen will. Und das hatte ich damals noch nie gemacht. Ich war auch, wie gesagt, nicht besonders selbstbewusst zu dem Zeitpunkt. Und die hat gefragt, hey, willst du da mitmachen auf der Theaterbühne? Und erst kamen diese ganzen schrecklichen Bilder. Boah, shit, und was, wenn ich da meinen Text vergesse und keinen Plan habe und scheiße bin und was denken die anderen Leute? Und dann habe ich aber sofort irgendwie, kam da so ein Puls hoch, okay, sag einfach ja. Ja, ich mach mit. Habe ich ihr gesagt? Und dann, wie kannst du wieder zurück? Ja? Du kannst nicht mehr zurück. Du hast einmal ja gesagt, du hast dich verpflichtet und dann war ich mit dabei. Also nicht so viel nachdenken, einfach schnell ja sagen. Und natürlich ganz wichtig dein Warum. Warum willst du überhaupt dahin, wo du hin willst? Eine Zeit lang habe ich Frauen angesprochen auf der Straße und wusste mein Warum nicht. Und es war das Härteste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Random Leute oder random Frauen anzusprechen, wenn du gar nicht weißt, warum du es überhaupt machen willst. Ja, das ist dieses Warum hinter deinen Zielen ist ganz, ganz enorm wichtig. Okay. Kurz zu diesem psychologischen Konzept, dem unterbewussten Konzept, was deine Handlungen formt, dein Leben formt. Ich bin der Meinung, gibt sowas wie ein Selbstbild im Prinzip. Und dein Selbstbild sind alle Gedanken, Glaubensmuster, die du über dich selber hast. Und diese Glaubensmuster, die du über dich selber hast, die bestimmen das Spielfeld, auf dem du spielst. Kannst dir vorstellen, wie so ein Fußballplatz und du bist der Fußballspieler. Und je nachdem, wie du über dich denkst, ist dein Spielfeld groß oder ist es eher klein. Ja, wenn du viele Gedanken über dich hast, das kann ich nicht, ich bin dafür nicht gut genug, die Leute hören mir eh nicht zu, wenn ich was zu sagen habe, dann ist dein Spielfeld relativ klein und dementsprechend wirst du auch handeln. Wenn du glaubst, du bist nicht gut genug für eine tolle Frau oder für die perfekte Frau, dann wirst du nie hier rausgehen und versuchen, die Frau zu kriegen. Das Gleiche, wenn du glaubst, du bist nicht gut genug für diesen Job oder du hast es nicht gut genug drauf, dann wirst du erst gar nicht so handeln, dass du den Job überhaupt erst kriegen könntest. Und darum ist es wichtig, in Aktion zu kommen und durch Aktion, durch Dehypnotisierung von diesen Ängsten dein Spielfeld zu erweitern, dein Selbstbild zu erweitern. Maxwell Maltz hat es zum ersten Mal beschrieben im Buch Psycho-Cybernetics. Und es war ein Schönheitschirurg, 1920 einer der ersten überhaupt auf der Welt. Und der hat festgestellt, dass bei manchen Leuten, die er schöner gemacht hat, hübscher gemacht hat, die hatten ein komplett neues Leben danach. Die haben sich besser gefühlt, selbstbewusster. Bei denen war einfach das ganze Leben viel, viel besser. Bei anderen aber wiederum, obwohl genau der gleiche Prozess stattgefunden hat, oberflächlich, obwohl sie dann auch die schöne Nase hatten und einfach besser aussahen, bei denen war nichts passiert. Die haben danach immer noch sich irgendwie miserabel gefühlt, nicht gut genug gefühlt, haben ihm gesagt, sie fühlen sich jetzt nicht besser nach der Operation. Und er hat dann festgestellt, dass es nicht das äußere Bild ist, was bestimmt, ob du ein gutes Leben hast, sondern es ist das innere Bild, das Selbstbild, was du von dir selber hast, was darüber bestimmt, wie gut du dich fühlst, wie du handelst im Leben und wie du dich fühlst. Und wie ich das vorher schon gesagt habe, mit dieser mentalen Vorbereitung auf eine Situation, wenn du es nicht sehen kannst, dann kannst du es nicht werden. Das Gleiche gilt hierfür. Wer willst du denn sein? Mann, hast du mal überlegt, hast du mal die Augen zugemacht und
dir dich selber vorgestellt, wie du sein willst in Zukunft? Ja, das ist ganz wichtig. Wie willst du denn in Zukunft eigentlich handeln? Wie soll das aussehen? Wie sieht das aus, da wo du hin willst? Und wenn du das nicht hast, wenn du das nicht sehen kannst, dann kannst du auch nicht drauf hinarbeiten. Also ein riesenfetter Tipp, den ich hier auch noch mitgeben kann, ist, setz dich zu Hause mal hin, mach die Augen zu und überleg dir, wie sieht denn das da aus, wenn ich da so männlich, selbstbewusst handle? Wie sieht dieser Moritz aus in seinem optimalen Zustand? Genau, wie erweitern wir unser Selbstbild? Einmal durch Aktion vor allem und durch diese Visualisation, durch dieses mentale Vorstellen. Zum Beispiel am Anfang, als ich da diese Frauen angesprochen habe, war ich mit ein paar Leuten unterwegs und dann waren wir abends im Club und ein Kumpel von mir, da war so eine Reihe von echt hübschen Frauen, 6 Frauen, ein Kumpel von mir, der hockt sich einfach so mitten rein, zack, zwischen die 6 Frauen. Und ich stehe so da und denke so, das darf man das? Geht das? Wie? Hä? So, what the heck? Und ich hatte das vorher gar nie in meinem Kopf drin gehabt, gar nie in meinem, das war einfach gar nicht möglich in meiner Realität. Und erst als ich das erste Mal gesehen habe von jemand, wurde es mir klar, dass sowas möglich ist und dass sowas geht. Und erst, also ich konnte es dann nicht gleich selber machen, aber es war zumindest möglich. Eine Möglichkeit hat sich eröffnet in meinem Kopf. Gut. Okay, das haben wir eigentlich. Früher war ich so, würde ich sagen. Also ich fand mich schon, ich hatte das Gefühl, da ist viel mehr in mir. Aber ich habe mich so gefühlt. Ich war so ein bisschen Superman, aber so zusammengestaucht. Mein Selbstbild war, wenn ich anderen was erzähle, das ist nicht wichtig, die hören mir nicht zu oder ich bin nicht gut genug für verschiedene Menschen. Und genau das habe ich dann aber auch in die Realität gekriegt. Ich erinnere mich an eine Situation, ich war mit meiner Tante im Zug. Tante und ihr Kind sitzen mir gegenüber. Ich erzähle meiner Tante etwas, irgendeine Geschichte, die ich eigentlich ganz cool fand. Und innerlich habe ich aber gemerkt, wie ich gefühlt habe, dass ich nicht interessant bin für die andere Person. Und was passiert? Mitten, während ich meiner Tante eine Geschichte oder die Geschichte erzähle, dreht sich meine Tante rüber, während ich mitten im Satz und fängt mit ihrer Tochter ein Gespräch an. Blablabla. Und warum? Weil ich diese Energie transportiert habe, meine Selbstbildenergie so krass transportiert habe, dass sie auch gar nicht anders konnte, wie dann mit ihrer Tochter ein Gespräch anzufangen. Also das, was du hier drin hast, wie du dich selber siehst, projizierst du raus und genau das kriegst du auch wieder. Heute zum Beispiel, und das ist jetzt echt kein Witz, für eine Frau zum Beispiel habe ich das Gefühl in mir drin, mein Selbstbild sagt, ich bin die beste Option auf der ganzen Welt für egal welche Frau. Und das ist kein Scheiß. Egal welche Frau ich treffe, ja, ich denke, es gibt keinen besseren Mann für die als mich. Und genau das Gleiche will ich, dass ihr das fühlt. Ja, wenn ich jetzt sage, wer ist der Coolere, du oder ich? Du, wer ist der Coolere, du oder ich? Du, wer ist der Coole? Haben schon alle voll drauf, okay. Das kann ich weitermachen. Genau, aber so will ich, dass ihr euch aber in echt fühlt, ne? Und da braucht es aber natürlich viel Aktion dafür und viel Referenzerfahrung. Was auch sehr helfen kann, sind Rollenmodelle, Mentoren, schauen, wie machen es andere. Ich war auf einem Flug von Mexiko nach Costa Rica vor ein paar Monaten und da kommt diese hübsche Blonde, steht da am Schalter oder am Eingang ins Flugzeug rein. Ich stehe so hinter dir, überlege mir so, ja, was soll ich jetzt sagen, was kann ich sagen? Und plötzlich von der Seite, der Typ, hey, was geht bei dir ab? Und ich so, what the fuck, was geht, weißt du? Ich wollte gerade was sagen, der schnappt sich einfach direkt vor meiner Nase weg. Und der Typ im Flugzeug, der saß dann, oder die saßen dann, eine Reihe weiter vor mir, der hat die dann im Flugzeug, also die haben richtig Rabatz gemacht. Und der kannte die vorher aber nicht. Und dann dachte ich mir, wow, krass. Ja, von nix auf richtig krass rummachen im Flugzeug in irgendwie 25 Minuten oder weniger, weil ich es gesehen habe zum ersten Mal. Ich hätte nie gedacht, dass sowas möglich ist, aber ich habe sie oben gesehen, Rollenmodelle. Wer kennt den? Niemand? Ja, ein paar. Sehr geiles Rollenmodell, finde ich zumindest, für Männlichkeit, für männliches Auftreten, für Körperhaltung. Conor McGregor, UFC, Welterweight oder Featherweight Champion MMA, im MMA, also ist sowas wie Boxen, nur mit Fußtritt und alles. Und
wenn man sich den einfach anschaut, ein paar Videos von dem anschaut auf YouTube, da kriegst du automatisch, setzt du dich aufrecht hin, ja, du guckst ihn an, so, oh, ja, Energy, wow, geiler Typ. Schaut euch den mal an. Das hier ist der Champion, der derzeitige. Das ist der, sonst einer, der auch. Wer glaubt ihr, ist hier der König? Ja, wer glaubt ihr, gewinnt den Kampf später? hier haben wir ein paar Sätze zu den mentalen Bildern. Ich muss aber das Video auf nachher verschieben, sonst dauert es zu lange. Okay. Den Punkt kann ich, weiß ich selber nicht genau, wie ich ihn erklären soll, aber deine Vision von dir selber wird dann Wirklichkeit, wenn es innerlich gar nicht anders geht, wenn es keine andere Option mehr gibt. Wenn du so krass an deine Vision glaubst, dass es Wahrheit werden muss. Dieser Conor McGregor, das Video, was ich nachher noch abspielen will, der hat vorher den Kampf im Detail vorhergesagt. Er hat vorhergesagt, Stichwort mentale Bilder, wie er nach der Pressekonferenz da sitzt mit dem Gürtel, dem Gewinnergürtel, in einem geilen Hemd und einem geilen Anzug und wie er dort sitzt als Sieger. Also er hat es innerlich ganz klar gesehen und zwar so klar, dass es für ihn gar keine Möglichkeit mehr war, im Kopf zu verlieren. Das sagt er auch im Interview davor. Wenn wir Zeit haben, schauen wir uns das Video noch kurz an. Okay. Oh, ich rede immer so schnell. Jetzt will ich noch ein paar Sachen zum Thema Mannsein sagen, was ich so für mich die letzten Jahre rausgefunden habe, was einen Mann ausmacht, was einen selbstbewussten Mann ausmacht, den Frauen cool finden. Und nicht nur Frauen, sondern der sich vor allem selber cool findet. Okay, meiner Ansicht nach haben wir alle, Frau oder Mann, wir haben eine maskuline Seite und eine feminine Seite. Masculine Energy, Feminine Energy. Und kurz, was ist maskulin? Wie gesagt, das ist alles nicht irgendwie wissenschaftlich geprüft oder so, da können euch andere Leute mehr dazu sagen, das ist alles aus meiner Praxis. Maskulin ist eher sowas wie Boxen, laut sein, Boom, Chaka Boom, Energy, Purpose, eine eigene Meinung haben und so ein bisschen die härtere Energie. Und heute Morgen noch kurz zurückreferenziert mit diesem Stuhl, den ich hier zerhacken wollte. Gestern, als ich die ganzen Vorträge hier sah, fand ich mega geil, also richtig, richtig geil. Aber ich dachte mir, was so fehlt, ist einfach mal einen Stuhl zerhacken auf der Bühne. Weißt du, einfach mal bam, 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 weißt du, zack, was geht, Männer, yo. Ich meine, gleich mehr dazu. Wir brauchen echt die feminine Seite auch, dieses über Gefühle reden und so. Empathisch, chaotisch, wie geführt worden, fürsorglich und eher so eine weiche Energie. Wir brauchen beide Seiten. Ja, voll, voll wichtig, dass wir einfühlsam sind. Also das ist auch der Mann 2.0. Der Mann 1.0 war nur hier. Ja, ich, der Checker, daheim, ich, Versorger, du, Frau, Budi und geht's los. Aber das 2.0 ist maskulin und feminin. Ja, du hast beides. Du hast Einfühlungsvermögen. Du kannst Schwächen preisgeben. Du kannst über deine Gefühle reden. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, Jungs, Maskulinität. Ja, also wenn ich hier in den Raum gucke oder überhaupt so in diese... Ja, in diese Männergruppen, ich denke, wir sind gut hier. Ja, hier haben wir schon viel erreicht. Hier sind wir echt gut dabei. Was uns fehlt, so ein bisschen, oder woran die meisten hier, denke ich, arbeiten können, ist das hier. Boxen, laut sein, auf den Arsch hauen, Frau packen, machen, was man will, Purpose. Okay? Und die zwei Sachen, die mir letztes Jahr, also sind echt, hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber das ist wirklich, das ist life-transforming experiences waren das für mich. Und zwar einmal habe ich ins Boxen letztes Jahr, habe ich angefangen für die männliche Energie und ich sage euch eins, geht mal 6 Monate ins Boxen und danach braucht ihr nichts mehr. Ihr braucht keine Bücher mehr, ihr braucht keine Workshops mehr. Geht 6 Monate ins Boxen, haut anderen auf die Fresse, kriegt selber auf die Fresse und gut ist. Ohne Witz, ihr habt echt kein Problem mehr mit dem Mann sein. Ich meine es so wie Sack. Ganz wichtig, was ich gelernt habe, aufs Maul kriegen, ja, mit dem Boxhandschuh, das tut nicht weh. Also jetzt habe ich einen gebrochenen Hand, aber das ist was anderes. Aber ohne Witz mal eins abkriegen und merken, oh, das tut ja gar nicht weh. Das ist auch wieder Dehypnotisierung von deinem Crap da oben. Boah, man darf nicht andere und du kriegst da einfach die männliche Power. Und Zwiegespräche, habe ich meiner Ex-Freundin viel gemacht. Man setzt sich hin, jeder hat 15 Minuten, du bleibst in deiner Welt, du redest nur über dich, deine Gefühle, wie es dir geht, wie du die Beziehung siehst. Der andere darf weder kommentieren noch unterbrechen, noch danach etwas über das sagen, was du gesagt hast. Das führt dazu, dass du nach 10 Minuten, wo du redest, endlich mal an deinen Bums rankommst, an den du sonst nie rankommst, weil im Alltag sagst du immer A, Frau sagt B, du sagst C, sie sagt D, du sagst, lass pennen gehen. Ja? Bringt nichts. Also Zwiegespräche sind war ein extremer Eye-Opener für mich. Wie genau die ablaufen, da könnt ihr mich nachher noch fragen, das kann ich jetzt Format nicht hier in meiner Restzeit runterbrechen.
Okay, früher war es sauschwer für mich, Frauen auf den Arsch zu kloppen. Diese maskuline Energie hat mir gefehlt. Und ich bin eher ein Typ, ich bin eher feminin. Also nicht nur ein bisschen, ich bin sehr stark auf der femininen Seite. Drum auch das Boxen, das hat mir so unglaublich gut getan, wie nichts anderes, ja, die letzten Jahre. Zum Beispiel, ich erinnere mich an einen Salsa-Kurs, meinen ersten Salsa-Kurs. Ich stand da und dann sagt der Tanzlehrer so, jetzt machen wir so und so, der Mann muss führen. Und ich so, was, der Mann muss führen? Die Frau hat doch auch, ist ja auch dabei, die muss ja auch zu 50% sagen, wo wir jetzt, ob wir nach links oder rechts laufen. Das Problem ist nur, dann kommt kein Tanz zustande und die Frau will das gar nicht. Und ich wusste es nicht, weil meine Erziehung, ja, Blumenkind auf dem Land, Allgäu aufgewachsen, mehr Kühe als Einwohner, Frau, Gleichberechtigung, alles ist ja auch alles gut, aber die Frau will gar nicht, dass sie auch noch mitbestimmt im Tanz, außer sie ist sehr maskulin, das gibt's auch. Bei mir war es eher so, die Frau hat mir auf den Arsch gehauen und das kann man trotzdem auch machen, dass eine Zeit oder ein bisschen, eine gewisse, das ist auch okay, aber du musst trotzdem diese männliche Power immer dahinter haben, sonst wird es der Frau irgendwann langweilig. Die vermisst dann deine männliche Energie irgendwann, den männlichen Pol. Und ja, ihr wird es dann langweilig und es wird nicht groß weitergehen. Ich habe jetzt hier mein Tinder-Date da gefragt, was sie denn so sagt zum Thema Männlichkeit. Was ist ein Mann? Und die sagt, es ist egal, was andere über ihn denken. Wenn da Zaun steht, dass er nicht davor steht und sagt, nein Schatz, da können wir nicht rein. Also, dass er gewisse Regeln vielleicht auch mal missachtet. Dass er Ziele hat, selbst wenn es Briefmarken sind. Das fand ich so ein geiler Satz. Ja? Also Leute, ihr müsst nicht irgendwie Astronaut werden, aber ihr müsst halt irgendwas haben, was euch richtig bockt, was richtig Spaß macht, selbst wenn es Briefmarken sind. Er sagt, seine Meinung ist authentisch und er ruht in sich. Und das sind natürlich alles irgendwo Sachen, die kommen, wenn du an deinem Selbstbewusstsein arbeitest, an deinem Selbstvertrauen arbeitest. Was Frauen nicht so attraktiv finden, wenn er sich verstellt, um anderen zu gefallen, wenn er sich immer wieder oder wenn er sich immer an alle Regeln hält, ganz strikt, wenn er ständig um Erlaubnis fragt und vor allem, wenn er keine Ziele hat, wenn er keinen Purpose hat. Okay, und für mich in letzter Zeit, oder ja, doch in letzter Zeit, gibt es eigentlich nur noch ein Ziel und das ist authentisch sein. Mit mir selber in erster Linie und dann mit anderen, mit der Welt da draußen. Also ich habe nicht mehr so viele Ziele mittlerweile oder ganz wenige, die mir noch wichtig sind. Und das wichtigste Ziel für mich überhaupt, authentisch zu sein, meine Schwächen zeigen zu können und einfach ich zu sein. Weil ich gemerkt habe, hieraus, aus diesem Schwächen zeigen können, aus dem mich blamieren können, dadurch kommt die innere Freiheit für mich. Dadurch gewinnst du auf der anderen Seite die Freiheit. Und die Freiheit ist das, zumindest für mich, was Leben ist, was Leben ausmacht. Okay, jetzt will ich noch kurz ein paar Worte dazu verlieren, woher ich glaube, dass mein Selbstbewusstsein großenteils kommt, neben Aktionen und dem Ganzen, was ich so gemacht habe. Und zwar habe ich mir irgendwo im Endeffekt eine eigene Realität aufgebaut. Also ich habe mich abgekoppelt von allen Lehrern, von all dem, was so richtig ist oder was andere so sagen, dahin, wo ich jetzt meinen eigenen Kopf habe. Ich habe meine eigenen Werte, meine eigene Welt sozusagen aufgebaut. Und es wird sehr schwierig jetzt, dass jemand anders zu mir kommt und sagt, was richtig oder falsch ist. Ob Frauen, ob Mann, egal. Und wenn du das hast, wenn du zu deiner eigenen Insel wirst im Prinzip, dann ja, kann ich so schnell einfach auch nichts mehr umhauen. Kurz ein paar witzige Sachen zum Thema Kritik, weil ich viel Kritik auch im Alltag kriege. Also ich kriege sehr, sehr viel mehr Gutes als Kritik, aber da waren ein paar coole Sachen dabei. Jetzt mal schauen, ob der Sound geht. Zu meiner Webseite jetzt. Ja, also so Zeug kriege ich ab und zu. Und wenn am Anfang hat mich das voll umgehauen, als ich so Kritik gekriegt habe. Ich so, oh, scheiße, ey, der war nicht zufrieden oder irgendwie, Himmel hilf, ja, ich muss wieder damit aufhören, was ich da mache und so. Und heute, weil ich eben so viel Referenzerfahrungen aus meinem Leben habe, ist mir sowas, ich nehme es einfach gar nicht mehr wahr. Also ich schaue es mir auch gar nicht mehr an, weil es mein Assistent jetzt, aber es ist einfach, es geht an mir vorbei. Gleich 5 Minuten, okay. Bart Simpson. Okay. Ist das gut oder schlecht? Ich kenne den nicht, Bart Simpson. Ich habe nie Simpsons geschaut. Oder sowas hier,
Nun habe ich aber langsam die Schnauze voll von deinem Psychospielchen, du Bandit, du und Eckart Tolle, ihr seid miese Banditen. Ich hasse dich so abartig, du dreckiger Hundesohn. Kleiner Tipp, du Wichser. Du bist deine Gedanken, merk dir das mal und du spast. Ja. Sowas kriegt man halt und das kriegst du aber nur dann, wenn du aufstehst und auch eine Meinung hast. Und ich present es, ja, wenn du hinter was stehst. Und sowas, das ist okay, ja, jeder hat seine Meinung, jeder darf seine Meinung haben, aber es tangiert mich einfach nicht mehr, weil ich mir meine eigene Realität hier oben aufgebaut habe. Hier, da habe ich dieses Video gemacht, wo ich da hinlieg auf dem Boden in der Einkaufsstraße, schreibt er, hast du Probleme, ist das Selbstbewusstsein, ich glaube, du solltest erstmal deine Probleme aufarbeiten, nicht den Kasper in der Stadt spielen. Du hast gar nichts begriffen, du Idiot, blickst es nicht. Und dann aber drunter, bestes Video, nice, einfach nur cooler Typ. Ja, und sowas, ich krieg halt viel Positives und auch ein paar negative Sachen und daraus checkst du halt, jeder Mensch hier oben hat halt einfach nur seine eigene Meinung. Jeder denkt halt anders über die Welt. Und den einen, dem passt das nicht, dem nächsten passt das nicht, die anderen 10 finden das cool, die anderen 10 das. Und irgendwann habe ich gecheckt, hey, die Meinung der anderen ist nichts weiteres als die Meinung der anderen. Und sie geht mich nichts an. Jeder darf seine Meinung haben, jeder darf mich scheiße finden, ist voll okay. Aber das ist dann dein Ding, ja? Also habe ich nichts mit zu tun. Und das ist ein fetter Faktor, weil ich früher eben sehr viel darauf gegeben habe, was andere von mir denken, wie andere über mich denken. Ich habe mich stark verstellt gegenüber anderen Leuten, weil ich denen gefallen wollte. Und heute bin ich einfach nur ich, mache meinen Shit und wem es passt, das finde ich cool, wem es nicht passt, dem passt es nicht. Kurz zusammenfassend, wenn ich euch das nochmal runterbrechen könnte auf die Essenz von der ganzen Geschichte. Macht euch ein mentales Bild davon, wo ihr hinwollt, persönlich oder auch, wenn ihr materielle Ziele oder andere Ziele habt. Macht euch erstmal ein mentales Bild. Alles startet hier oben, in der Art und Weise, was ihr seht. Ja? Macht es euch hier oben klar, wo ihr hinwollt, wer ihr seid. Dann arbeitet ganz stark an der Entspannung, weil Entspannung ist der Nummer 1 Faktor, um der Angst den Stachel zu ziehen, um in Aktion zu kommen. Und dann natürlich kommt in Aktion, holt euch die echten Referenzerfahrungen aus dem Leben. Es gibt nichts, was diese Referenzerfahrungen ersetzen könnte. Nichts. Und ich habe da auch mit ein paar Psychologen drüber gesprochen, die sagen alle, du musst die Referenzerfahrung aus dem echten Leben haben. Du kannst es nicht hier oben im Kopf einfach dir so zusammenfrickeln, wie du es haben willst. Und mein allererster Tipp, macht zu eurem Projekt, was auch immer ihr haben wollt. Wenn ihr selbstbewusster werden wollt, startet eine Seite zum Thema Selbstbewusstsein. Wenn ihr männlicher werden wollt, macht daraus euer Projekt. Ja, macht es. Kommt in Aktion, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich wünsche euch was, Moritz Bauer, Selbstbewusstsein stärken. Dankeschön.